insbesondere auch Matthias Ladstätter, der Chef derjenige, der die EU-Bürgerinitiative organisiert für Deutschland. 1,4 Millionen Unterschriften sind schon zusammengekommen für Wasser ein Menschenrecht. Und damit ist natürlich auch gemeint, dass mit dem Wasser keine Profit mehr gemacht werden soll. Europaweit wird diese Meinung geteilt, insbesondere aber in Deutschland, weil in Deutschland die kommunale Wasserversorgung gut war. Und seit sich die Privaten in der Wasserversorgung mitmischen, geht es nur noch um Rendite. Das haben wir in Berlin gemerkt. Seit 2004 wird hier zwischen 11% bis 13% pro Jahr Rendite gemacht aus unserem Wasser. Und wir wissen nicht, ob ordentlich investiert wird. Wir gehen davon aus, dass nicht genügend ins Grundwasser und sozusagen in die Abwasserversorgung investiert wird. Wir wollen, dass das Wasser in öffentliche Hände zurückkommt. Schluss mit dem Profitgedanken im Wasser. Herzlichen Dank für alle, die hier mitdemonstriert haben. Ich hoffe, von dem Fernsehen wird es auch gesendet. Ihr werdet es sicher alle sehen. Hier ist jemand da, der etwas sagen will zur politischen Verfassung von Uruguay. Dann gebe ich dir schnell das Wort. Ich komme soeben von der Vorstellung der Verfassung Boliviens, der neuen Verfassung Boliviens, die heute in Deutschland erschienen ist. Diese Verfassung wurde angenommen mit übergroßer Mehrheit in Bolivien und dort steht in Artikel 16, jeder Mensch hat ein Recht auf Wasser und auf Ernährung. Die Christa Helst hat das vorhin von der Anstalt öffentlichen Wasserwirtschaft vorgeschlagen bei unserer Kundgebung am Brandenburger Tor. Und wir werden diese Idee weitertragen. Wir werden nicht aufgeben. Wir haben in Berlin im Jahr 2006 den Berliner Wassertisch gegründet. Heute haben wir 2013. Daran sieht man, auch wenn wir wenige sind, macht euch nicht vor. Veolia muss raus aus dieser Stadt. Und damit Veolia das begreift, gehen wir jetzt direkt zum linken Torso und statten Veolia persönlich einen Gruß ab. Wollt ihr noch mal singen? Wer macht das Mikrofon in der Zwischenzeit? Ja? Okay. Also, soll ich mitgehen oder wie? Okay, wenn jetzt noch jemand etwas zu sagen hat, bitte schön, wir haben das offene Mikrofon hier. Gut, alle noch wieder auf die Insel. Hallo, also wir gehen jetzt zusammen zu Veolia. Bitte die Formation halten mit den Buchstaben. Ja, und folgt mir. Nimmst du mir bitte das Mikro wieder ab? Und du musst es bitte dann auch ganz in die Seite stellen. Ja, machen wir. Wir packen das Fahrzeug ab. So. Die Demo ist jetzt so weit mikrofonmäßig. Veolia, adieu. Ja. Macht ihr jetzt Dienstag?